Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Catrice. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Janine und heute wird spannend, denn heute werde ich ein Full-Face-Make-up mit euren liebsten Catrice-Produkten schminken. Ich habe aus jeder Make-up-Kategorie das Catrice-Bestseller-Produkt vor mir liegen und bin schon sehr gespannt, wie mein Make-up am Ende aussehen wird und ob mir die Produkte genauso gut gefallen wie euch. Ich habe allerdings auch eine Joker-Tüte zur Verfügung. Das heißt, falls ich bei einem Produkt mal das Gefühl habe, es passt nicht so gut zu mir oder vielleicht ist es nicht passend zu meiner Hautfarbe, dann darf ich auch in die Joker-Tüte greifen. Und ihr könnt mir gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie oft werde ich am Ende des Videos insgesamt einen Joker gezogen haben. Ich habe 16 Bestseller-Produkte vor mir liegen, also aus jeder Kategorie 1. Wie oft werde ich zum Joker greifen müssen? Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit dem Make-up und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Fangen wir als erstes mal an mit einer Lippenpflege. Und zwar habe ich hier das Volumizing Lip Soufflé. Und das werde ich mir jetzt mal direkt auf die Lippen auftragen am Anfang, damit das eben die nächsten Minuten schön in die Lippen einziehen kann und meine Lippen so ein bisschen pflegen kann, bevor ich dann Lippenstift auftrage. Es riecht auf jeden Fall angenehm nach Pfefferminze, fühlt sich sehr weich und geschmeidig an und fängt auch jetzt, wo ich es kurz drauf habe, so ein bisschen an zu kribbeln, aber nicht zu doll. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Primer. Und da ist der Bestselling Primer einmal aus der Prime & Fine Reihe, der Poreless Blur Primer, der dafür geeignet ist, um die Poren so ein bisschen aufzufüllen und einfach die Haut ein bisschen zu glätten. Und ich glaube, da werde ich jetzt direkt am Anfang mal in die Joker-Tüte greifen. Denn ich persönlich brauche keine Primer, die meine Poren auffüllen oder meine Haut glatter erscheinen lassen, weil ich einfach keine großen Poren habe. Aber was ich immer brauche, bevor ich Foundation auftrage, ist Feuchtigkeit. Und deswegen werde ich jetzt hier stattdessen den Prime & Fine Aqua Fresh Hydro Primer benutzen. Ihr findet übrigens auch alle Produkte, die ich im Verlauf des Videos verwende, unten in der Infobox verlinkt. Und auch die zugehörigen Preise. Das heißt, falls euch was interessiert, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ich würde sagen, damit ihr jetzt beim Auftrag auch alles gut erkennt, werde ich euch jetzt mal noch ein Stückchen näher ranholen. Und diesen Primer liebe ich, also den nutze ich wirklich sehr, sehr häufig, weil er einfach super feuchtigkeitsspendend ist, schön schnell in die Haut einzieht und direkt so ein frisches Gefühl gibt. Also ich finde den richtig, richtig toll für trockene Haut, aber ich finde es auch super, dass es so viele unterschiedliche Primer bei Catrice gibt. Dass man einfach immer gucken kann, welcher Primer passt zu mir, welche Bedürfnisse habe ich. Und dann geht es auch direkt weiter mit Foundation. Und was ist wohl die am häufigsten gekaufte Foundation von Catrice? Natürlich die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbnummer 010. Ich denke, dass die einigermaßen gut zu meiner Hautfarbe passt, deswegen werde ich die jetzt auch verwenden und kein Joker-Produkt nutzen. Davon gebe ich mir jetzt mal so ein bisschen was auf den Finger und verteile mir das schon mal im Gesicht. Und dann arbeite ich das Ganze mit einem Beauty-Schwamm ein. Und die Farbe ist auf jeden Fall passend, also das sieht wirklich gut aus. Dann geht's weiter mit Concealer und da habe ich hier einmal den Liquid Camouflage High Coverage Concealer, den ich auch selbst schon so oft benutzt habe und unzählige Male nachgekauft habe. Und zwar ist die am häufigsten gekaufte Farbe die Nummer 010. Und bei dem weiß ich einfach, dass er mir wirklich gut gefällt. Ich werde ihn jetzt hier unter meinen Augen auftragen. Die Farbe ist eigentlich auch ganz passend für mich. So ein bisschen was gebe ich hier auch noch um die Nase rum, um die Rötungen dort auch so ein bisschen abzudecken. Und dann arbeite ich den ebenfalls mit dem Beauty-Schwamm ein. Bis hierhin gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut und dann geht es weiter mit Puder. Und da habe ich hier einmal das All Matte Plus Shine Control Powder in der Farbnummer 010. Das werde ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen unter den Augen mit auftragen, dort wo ich den Concealer aufgetragen habe und auch so ein bisschen mit auf die Nase. Das Puder habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber ich muss sagen, so vom ersten Eindruck hat es einen wirklich schönen weichen Effekt. Und fühlt sich sehr fein an und sieht auch fein aus auf meiner Haut. Also auch das gefällt mir vom ersten Eindruck her sehr gut. Und dann geht es im nächsten Schritt auch schon weiter mit Bronzer. Und da habe ich hier das Sun Glow Matte Bronzing Powder in der Farbnummer 030 Medium Bronze.
Ich denke, dass die Farbe für mich auch wirklich sehr gut geeignet sein wird. Das heißt, auch hier werde ich wieder keinen Joker benutzen. Das trage ich mir jetzt mal vorsichtig erstmal hier auf den Wangen auf. Oh, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön verteilen. Und dann geht's weiter mit Blush und da habe ich hier einmal die Blushbox Glowing und Multicolor in der Farbnummer 020. It's Wine O'Clock. Und von der Blushbox habe ich bisher die Nummer 030 und die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Deswegen denke ich mal, dass die mir auch gefallen könnte. Ist auf jeden Fall ein schöner, bäriger Ton. Und ich kann den Glow auf jeden Fall direkt sehen. Ich hoffe mal, ihr könnt es auch erkennen. Wenn ich mein Gesicht bewege, dann schimmert das so ganz leicht. Und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Also das ist wirklich ein schöner, dezenter Schimmerblush. Und als nächstes kommen wir zu einer meiner liebsten Kategorien, und zwar Highlighter. Und da ist das am häufigsten gekaufte Produkt hier der High Glow Mineral Highlighting Powder in der Farbnummer 010. Davon gibt es ja auch unterschiedliche Farben mittlerweile, aber ich denke mal, dass ich den heute auch nutzen werde. Und trage mir den direkt am höchsten Punkt meiner Wangen auf. Der ist auf jeden Fall so toll, weil er sehr natürlich aussehen kann. Aber man kann eben auch noch so eine zweite oder dritte Schicht auftragen und dann wird der Schimmer auch immer intensiver. Also ich finde den echt, echt klasse. Damit ist die Base jetzt mehr oder weniger fertig. Wir machen jetzt noch die Augenbrauen. Und da ist euer Lieblingsprodukt, der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil in Waterproof. Und die am häufigsten gekaufte Farbe ist die Nummer 030 Dark. Ich denke mal, dass die Farbe für mich auch gut geeignet sein wird. Das heißt, den werde ich jetzt direkt mal nutzen. Hier auf der einen Seite kommt der mit so einer Bürste und da werde ich jetzt erstmal meine Augenbrauenhaare schön nach oben bürsten. Und dann mit dieser dünnen Spitze hier vorne einfach meine Lücken auffüllen. Und man kann mit dem auf jeden Fall sehr schön einzelne Härchen nachzeichnen, weil er eben so eine schöne, dünne Spitze hat. Weiter geht's mit den Augen und der Bestseller aus der Kategorie Lidschatten ist hier die Pro Slim Eyeshadow Palette in der Farbvariante Next Gen Nudes. Und die sieht so aus, also hier sind auf jeden Fall schöne, natürliche Töne drin, die teilweise so ein bisschen in die rosa-lila-stichige Richtung gehen. Und ich denke, dass das jetzt auch sehr gut zu dem Blush passen wird, den ich drauf habe. Deswegen werde ich die auf jeden Fall heute auch nutzen. Und da starte ich jetzt erstmal mit einem fluffigen Pinsel und dieser schönen Farbe Beauty heißt die. Den Ton trage ich mir jetzt erstmal in meiner Lidfalte auf und verblende den in Richtung Augenbraue nach oben. Und sie scheint auf jeden Fall ganz gut pigmentiert zu sein, also man sieht die Farbe auf jeden Fall direkt mit einer Schicht und sie lässt sich auch schön nach oben hin verblenden. Dann mache ich weiter mit dieser dunklen Farbe Brave und werde die mir hier so ein bisschen am äußeren Augenwinkel auftragen. Wow, okay, die ist gut pigmentiert. Wow. Okay, cool. Dann gehe ich als nächstes in die Farbe Love und werde mir hier damit die Übergänge noch so ein bisschen weicher gestalten und besser ausblenden. Und dann gebe ich mir die gleiche Farbe Love jetzt auch an den unteren Wimpernkranz mit auf und gehe als nächstes mit einem ganz kleinen Pinsel in die dunkle Farbe Brave. Und trage mir die jetzt auch hier unten am äußeren Augenwinkel auf und verbinde das mit dem dunklen, was ich oben schon aufgetragen habe. Und dann fehlt natürlich noch ein schöner Schimmerton für den Rest meines Lids. Und da möchte ich jetzt in die Farbe Provocative gehen. Das ist eher so ein rosa-silberstichiger Ton. Und die Farbe tupfe ich mir jetzt mal direkt mit meinem Finger auf mein Lid auf. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe und ein sehr dezenter Ton, also hat einen ganz dezenten Schimmer. Auf jeden Fall super für den Alltag geeignet. Und dann möchte ich mir zuletzt noch einen Highlight-Ton auftragen und dafür gehe ich jetzt hier in diesen hellen Schimmerton, die Farbe Vision.
So, und dann haben wir jetzt noch einen Eyeliner. Ich hoffe, es geht jetzt nichts schief. Und zwar haben wir hier den 24-Hour Liquid Liner in der Waterproof-Variante, Nummer 010 Don't Leave Me. Das hat auf jeden Fall super gut funktioniert. Ich konnte sehr schön dünne Linien ziehen, besonders auch hier innen und direkt am Wing ganz außen. Also gefällt mir auf jeden Fall super. Ich würde sagen, ich mache das andere Auge jetzt hoffentlich genauso gut. Und dann machen wir auch weiter mit Mascara. Und die am häufigsten verkaufte Mascara ist hier die Glam & Doll Volume Mascara in der Variante Waterproof. Und ich glaube, hier werde ich jetzt als nächstes ein Joker-Produkt ziehen, weil ich persönlich wasserfeste Mascara nicht so gerne trage, weil ich da einfach immer so ein bisschen Probleme beim Abschminken habe oder mir das einfach ein bisschen zu anstrengend ist. Deswegen nutze ich hier jetzt eine andere aus der Glam & Doll Reihe, und zwar ist das die False Lashes Mascara. Und aus der Glam & Doll Reihe gibt es ja auch so viele unterschiedliche. Mein persönlicher Liebling war bisher immer die Boost Mascara aus der Glam & Doll Reihe, aber heute probiere ich die mal aus. Die hat auf jeden Fall ein schönes Gummibürstchen, was auch so leicht angerundet ist. Und dann werde ich damit jetzt einfach mal meine Wimpern tuschen. Normalerweise würde ich mir jetzt noch eine zweite Schicht Mascara auftragen, um das Ganze noch ein bisschen aufzubauen. Aber wir haben jetzt noch Fake Lashes. Ich und Fake Lashes, ich bin nicht ganz so gut darin, mir die aufzukleben, beziehungsweise nicht so geübt darin. Das heißt, falls jetzt irgendwas nicht ganz perfekt sitzen wird, dann entschuldigt bitte, verzeiht mir. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Lash Couture Hashtag Insta Volume Lashes. Also ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Die Lashes sind drauf, machen wir weiter mit den Lippen, und da habe ich hier einmal den Aqua Ink Lip Liner in der Farbnummer 010. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt, also das kenne ich selbst auch noch nicht. Das hat hier vorne so eine runde Filzspitze und ich denke mal, dass die Farbe 010 jetzt auch gut zum Augen-Make-up passen wird, weil das auch so leicht in die lilane Richtung geht. Deswegen werde ich den jetzt mal auftragen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, also fühlt sich sehr nass an. Damit habe ich meine Lippen jetzt erstmal außen eingefärbt, und der am häufigsten verkaufte Lippenstift von Catrice ist der Volumizing Lip Balm in der Farbnummer 010. Der ist auf jeden Fall sehr transparent und gibt eigentlich kaum Farbe ab, wie ihr sehen könnt. Also so einen leichten Hauch an rosanen Schimmer gibt er ab. Aber ich denke mal, dass das jetzt zu diesem Lippenkonturenstift nicht so super gut passt. Deswegen werde ich jetzt noch einmal in die Joker-Tüte greifen. Und von den Volumizing Lip Balms einfach eine andere Farbnummer nutzen. Und zwar die Nummer 040. Die ist zwar auch transparent, aber gibt so ein bisschen mehr Farbe ab, wenn man die ein bisschen schichtet. Und das werde ich jetzt mal auf meinen Lippen auftragen. Fühlt sich auf jeden Fall super, super pflegend an, also macht die Lippen sehr, sehr weich. Das finde ich jetzt tatsächlich so ein bisschen schade, dass ich hier jetzt nicht einen schönen deckenden Lippenstift habe, der so ein bisschen besser sich mit dem Lip Liner verbindet. Aber gut, wir haben jetzt noch eine Kategorie, und zwar Setting Spray. Und das am häufigsten gekaufte Setting Spray ist natürlich das Prime & Fine Multitalent Fixing Spray, was ich selbst auch sehr oft benutze und wirklich super toll finde. Damit ist das Make-up jetzt auch fertig. 3 Joker habe ich insgesamt benutzt. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Joker ihr heute verwendet hättet und ob auch einige eurer liebsten Catrice-Produkte mit dabei waren. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.